Moin Leute, ich bin's wieder, euer Sultai. Heute kümmern wir uns mal um Nesa. Erstmal vielen Dank an Nesa für die ganzen Kampfberichte. Und zwar wollte ich euch einmal die Kampfberichte zeigen von den starken Spielern. Und zwar gucken wir uns die mal genauer an. Ich habe hier mal einen Kampfbericht rausgeholt. Und zwar sehen wir hier, hat Nesa gegen, weiß ich nicht, gekämpft. Ne? Und wir sehen hier oben... Aua. Ja, also das tut weh. Verwundete, Verluste, Überlebende. Das ist eigentlich selbsterklärend. Das brauchen wir uns nicht näher angucken. Wir sehen aber hier, dass Nesa sein Rekrute 240 Talente hat. Ja? Und sein Gegner hier aktuell 52 Talente. Das heißt, der Nesa hatte hier schon einen richtig guten Vorteil. Er hat überall 12%. Außer bei Nahkämpferattacke, da hat er 16%. Und man kann das hier natürlich im Kampfbericht wunderbar sich anschauen und vergleichen. Okay, das Fahrzeug. Man kann auch auf das Fahrzeug tippen und man sieht natürlich, wie hoch das ist das Fahrzeug gelevelt. Hier sehen wir, sein Kampf-LKW hat 54 Millionen und der vom Gegner hat 48 Millionen. Also ist Nesa allein durch die Rekruten und durch das Fahrzeug schon echt im Vorteil gewesen. Bei dem Hund genau das gleiche, das sehen wir hier, 13 Millionen zu 12 Millionen macht. Wir können mal gucken hier, Wertemultiplikator 6,6 und legendäre Fähigkeiten und beim Gegner auch. Bei den legendären Fähigkeiten lege ich euch ans Herz, falls ihr Rubine habt, das Tempo, ja, das Tempo ist entscheidend, das ist echt super nützlich. Natürlich auch die Kapazität, weil je mehr Truppen ihr mitnehmen könnt, umso besser ist das für euch. Und natürlich die grundlegenden Skills wie Gesundheit, Verteidigung und Angriff. Okay, bei den Helden kann man vergleichen, ist beides gleich, beide auf demselben Level. Und was sehen wir hier? Also, pass auf. Nesas Team Chemie. Also Nesas Team hat eine Chemie, das kann man hier sehen, aber auch der Gegner hat Chemie. Aber Nesa hat 18 eingesetzte Fähigkeiten. Der Gegner nur 13. Dadurch hat Nesa natürlich die Runde gewonnen, aber auch daher, weil er ein paar Truppen mehr hat und natürlich seine Attributen viel höher sind. Ja, wir sehen das hier. Gebäude, na gut, da ist er jetzt etwas niedriger, aber ansonsten sticht er hier hervor, indem er natürlich viele Punkte hat, wo er im Vorteil ist. Ja? Lebenspunkte. Tempo, ne, hier ist Tempo Rekruten, Tempo Tier, das seht ihr hier, Überlebende und der Basiswert, der ist bei den beiden gleich. Allgemein gilt, man hat hier im Spiel einen Basiswert und Rekruten, Ausrüstung, Hundeskills, das wird immer auf den Basiswert raufgerechnet. Ja? Also ihr müsst nicht denken, wenn jetzt hier 970% Angriff steht und ihr holt euch einen Hundeskill mit 30% mehr, sind das nicht die 30% von 970%. Ne? Okay, dann kommen wir hier zu etwas Kuriosen. Der Gegner hat hier Scharfschützen eingesetzt und wir wissen, Kavallerie schlägt Nahkampf, Nahkampf schlägt Distanz und Distanz schlägt Kavallerie. Ergo hat Nesa diese Runde auch gewonnen oder diesen Kampf hier, weil der Gegner halt Scharfschützen hatte. Okay, bei Ezekiel Scharfschütze gegen Scharfschütze, das ist eigentlich so gleich, aber Nesas Angriffs Prozentwerte, Verteidigung und Lebenspunkte, die sind echt richtig hoch. Das ist echt fantastisch. Ne? Also das ist mal ein Kampfbericht auf sehr hohem Niveau. Die einzelnen Runden brauchen wir uns jetzt nicht angucken. Ich zeige euch mal einen anderen Kampfbericht und zwar Nesa gegen einen Typen aus dem Clan AAA. Ist es der mit einer Milliarde? Ich weiß es jetzt gar nicht. Hier oben sehen wir zum Beispiel automatisches Auffüllen, PvP, Verteidigung aktiv. Ja, das heißt, die Truppenformationen füllen sich automatisch auf. Das kostet natürlich auch Items und die Items sind natürlich nicht billig. Hier hat er jemanden verstärkt, weil ich glaube, das ist der Typ, der urstark ist. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass F-Kit, Nesa, Iron Man, Vispur jemanden verstärkt haben. Und die haben natürlich auch gewonnen. Aber hier kann man sehen, dass der Typ von AAA, ja, richtig stark ist, weil F-Kit war drin, Nesa und Iron Man und das sind schon echt richtig gute Kämpfer.
Ja, mit richtig guten Werten. Wir können uns das ja hier auch nochmal anschauen. Okay, SWAT-Fahrzeug 30 Millionen nur. Okay, aber er hat trotzdem ein paar Runden gewonnen. Ne? Das, gut, das war derjenige, den sie verstärkt haben. Hier, F-Kit. Wir gucken uns mal F-Kit an. Gemüsekarre, 41 Millionen. Gut, der Kampfbericht ist schon ein bisschen älter, ich glaube einen Monat oder so. Das heißt, er hat jetzt noch viel mehr Prozente. Und ihr seht, Ezekiel, da kommt keiner ran. Ne? Ezekiel ist immer noch einer der stärksten Survivors hier im Spiel. Okay, dann habe ich noch einen Kampfbericht. Und zwar Nesa, der ist so ziemlich aktuell gegen Sangu. Ah, jetzt kann ich das hier nicht lesen. Sangue. Was hat er überhaupt geplündert? Boah, naja, gut, das war nicht so viel. Okay, beide Fahrzeuge auf Level 60. 13 Millionen. Aua. Alter Verwalter. Okay, hier hat er auch jemanden verstärkt. Hier hat auch Troy mitgeholfen und Elmod. Und Sangue musste alleine hier kämpfen. Der hat wahrscheinlich angegriffen und die anderen haben verteidigt. Aber wir sehen hier, ne, das ist echt utopisch. Warte mal, wir gehen mal hier auf Troy rauf. Okay, Fahrzeuge beide Level 60. Der Hund, der Husky. Was? Seht ihr das? Wertemultiplikator 7.0. Obwohl, das kann auch 6.9 sein, weil diese Anzeige rechnet immer hoch. Ne? Also die rundet immer rauf. Ich schätze mal, der ist 6.9 irgendwas. Okay. Ezekiel hat er mit drin, Jesus und Michonne. Und hier Negan, Pamela und den Governor. Okay. Alter, überall 1000%. Angriff, Verteidigung, Lebenspunkte. Hier auch, Nahkampf gegen Distanz. Ja, das Distanz. Kannst du nehmen, wenn du Kavallerie gegen Kavallerie kämpfst, ja? Naja, gut. Okay. Das geht gar nicht, ey. Das hier ist Nesa. Okay, ich hätte gern wenigstens nur dieses Fahrzeug auf Maximum. Aber Jungs, das ist so utopisch, das alles ja, aufzuleveln. Da brauchst du so viele Materialien, das geht gar nicht. Ja? Okay, ja, Halleluja. Das ist schon mal, das sind schon mal ordentliche Kampfberichte hier. Naja, okay, Elmod hier auch nochmal. Scharfschützen gegen Scharfschützen, auch über 1000%. Okay, Jungs, das Video geht schon lange. Was ich euch mit diesen Kampfberichten zeigen möchte, ist die Wale. Also als normaler Spieler kannst du da halt nicht mithalten. Ja, das sind. Ich zeige euch das mal, um zu sehen, okay, so kämpfen die Wale. Vielleicht kriegen die Wale ja irgendwann mal ihren eigenen Server und können sich da bekriegen. ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr ein bisschen mehr Einsicht bekommen habt. Eine Einsicht nicht, aber eine Einsicht in die Welt eines Wales und deren Kampfberichte. Ich würde sagen, wir beenden das Video. Schreibt was in die Kommentare, was ihr möchtet. Ansonsten hören wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Euer Soldai.